Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie es scheint, habe ich kein Intro gedreht, deswegen kriegt ihr jetzt ein angesprochenes Intro zu einem vollkommen nicht passenden Hintergrundbild. Heute review ich euch die Pat McGrath. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich habe die vielleicht gerade nicht bei mir. Ich bin so schlecht vorbereitet. Palette. Diese lila jedenfalls. Und ich fange mit ein paar Randfakten an und schminke dann gleich zusammen noch einen Look. Ja, das war das improvisierte Intro. Viel Spaß. Ganz kurz ein paar Randfakten zu der Palette. Pat McGrath ist, meine ich, eine Make-up-Artistin. Und das war es eigentlich auch schon, was ich über sie weiß. Und dass sie sauteures Make-up herstellt. In großen Paletten kosten ja $125, was echt viel ist für Make-up. Nicht, dass für 6 Lidschatten $55 nicht auch voll viel wäre. Aber gut. Ich habe diese Palette auf Sephora.com bestellt. Und wie ihr seht, vielleicht, wie ihr es auch schon in den Swatches schon gesehen habt, Liebhaber der... Oh, jetzt seht ihr die Lampe. Hui! Liebhaber... Und nächste Lampe. Upsa. Liebhaber von matten Tönen werden wahrscheinlich mit dieser Palette hier nicht glücklich. Während Leute mit schimmrigen Tönen oder hier aus das so... Ich würde schon fast sagen, so ein kleiner Glitterton. Aber nicht so grobglittrig, sondern feinglittrig. Wie ich zum Beispiel ja bin, die werden mit dieser Palette wahrscheinlich, hoffentlich, glücklich. Die Palette... Sieht von außen schon beeindruckend aus, finde ich. Es ist schon ein krasses Packaging, das haut ja halt richtig ins Gesicht so. Ich finde das mit dem Aufklappen hier echt süß. Allerdings weiß ich nicht, ob das so robust ist. Es hat hier so einen Magnetverschluss und dann hier nochmal so eine Spielerei. Und ja, wie gesagt, das Packaging finde ich echt cool, den Gedanken. Allerdings, es kommt halt nicht in der Überverpackung. Achso, übrigens, ja, und es hat halt einen großen Spiegel, was viele Leute wahrscheinlich mögen werden. Ja. Achso, und so ein flotter Zettel hier mit den Namen. Keine Überverpackung. Warum betone ich das so? Ich habe es gar nicht als so wichtig empfunden, dass Sachen Überverpackungen haben, bis zu meiner Bestellung bei Sephora. Denn das hier ist die zweite Pat McGrath Palette, die ich bestellt habe, denn leider habe ich mein Paket von Sephora aufgemacht und mir kam so goldenes Gefusel entgegen. Ich konnte das null zuordnen, habe mir nichts beigedacht und dann habe ich angefangen auszupacken, mir alles anzugucken und habe mich gefreut, bis ich zu dieser Palette kam, die super zugesaut war und ich dachte mir, was ist denn da passiert? Ja, bei meiner ersten Palette ist nämlich der goldene Ton hier komplett kaputt gegangen. Der ist komplett gebröselt. Alles war voller goldener Pigmente. Der ganze Karton war voller goldener Pigmente. Und zum Beispiel, ich hatte ja auch den Whiteout von Kat Von D bestellt, wo die Verpackung einfach kaputt war. Und der ist dann quasi aus der Verpackung gerutscht und war auch komplett golden. Alles war golden. Alles, was eben nicht komplett oben lag, wie ich dann leider bemerken musste. Ich war super traurig, weil ich mir dachte, Entschuldigung, ich habe €55 auf jeden Fall eine Menge Geld für diese Palette hingeblättert. Warum zum Fick ist die nicht ganz? Ich hoffe, ihr könnt meinen Frust darüber nachvollziehen. Auf jeden Fall habe ich dann Sephora geschrieben, was ich machen soll, dass ich kaputte Produkte habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es direkt die Schuld ist von Sephora. Ich tippe darauf, dass es Hermes oder die DHL, ich weiß gar nicht so genau, wer es für das Sephora liefert, die Schuld hat. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich unfassbar lange mit diesem Kundenservice auseinandergesetzt. Wir waren echt nette Leute, aber ich habe auch locker 4-mal diese automatische Benachrichtigung, was ich machen soll, bekommen, was mir aber nichts gebracht hat, weil da steht, ja, schicken Sie die Sachen im Originalzustand zurück, wenn sie nicht passen. Aber unnützt. Die war komplett hin. Auf keinen Fall hätte das als Originalzustand gezählt. Ich Bilder gemacht, ich wollte Bilder ins Foto schicken. Hat nicht funktioniert. Vor allem, es war alles auf amerikanisch, logischerweise. Bis ich irgendwann anscheinend durch diesen Bot, weil ich 100-mal dasselbe geantwortet habe, an einen Menschen gekommen bin, der mir dann endlich weiterhelfen konnte. Ich habe gesagt, dass ich unglaublich frustriert war. Der hat mir dann gesagt, genau, ich soll die Sachen so und so zurückschicken, bis ich dann auf dieser Seite war zum Zurückschicken. Es hat nichts funktioniert. Auch das Zurückschicken hat nicht funktioniert. Also ist hier vorher geschrieben, hier, wie sieht's aus? Das hat nicht funktioniert. Die nehmen mein Päckchen nicht. Ich habe es versucht. Dann kam wieder eine Bot-Antwort und... Oh.
Diese Leute haben mir dann geschrieben, okay, sie bekommen ihr Geld innerhalb von einem Monat zurück. Ich habe mein Geld noch nicht wieder, aber der Monat läuft bald ab. Ich bin gespannt. Falls ich was davon gehört habe, bis dieses Video online kommt, schreibe ich euch das mal irgendwo hin, dass ihr vielleicht wisst, ob es geklappt hat oder nicht. Und dass die Produkte nicht nötig wären, zurückzuschicken, zu dem Geld zurücküberweisen. Ich glaube noch nicht dran. Ich habe die Sachen nicht sauber gemacht. Nichts. Ich habe sie wieder in die Kiste. Ich habe sie zugemacht und ich habe die Kiste weggestellt. Und jetzt warte ich mal darauf, ob das funktioniert und ob ich mein Geld wiederbekomme. Leidige Geschichte. So, fangen wir jetzt endlich mit der Review zu dieser Palette an, die ganz ist. Ich habe mich super, super, super auf diese Palette gefreut und hoffe natürlich, dass es den ganzen Gedöns jetzt auch wert war. Ich muss die Sachen nämlich dann neu bestellen. Das ist nicht so, dass man einfach neue Sachen bekommt, sondern muss die Sachen dann komplett neu bestellen. Was natürlich auch wieder Gedöns verursacht. Aber jetzt genug beschwert, 5 Minuten beschwert und noch nicht mal angefangen. Yay! So ganz habe ich mir, ach so, ja, wieder unvorteilhaft, nahe Perspektive, way, mir noch keine Gedanken darüber gemacht, was ich gerne schminken will, aber ich möchte auf jeden Fall diese beiden Töne hier benutzen. Sieht man das? Das müssten sein Purple Regin und Euphoria. Kennt ihr das Lied von der Windwandfee vom ESC? Bitte schreibt mir mal, wenn ihr die Windwandfee kennt. Und irgendwie interessiert mich auch der pinke Ton. Und natürlich der goldene Ton, warum es so viel Gedöns gab. Oh, meine Pizza ist fertig. Kinders, der Look muss warten. Okay, eine Pizza, 2 Flecken und einmal Lipgloss nachmachen. Später bin ich wieder zurück. Und zwar fangen wir mit dem Ton Paranormal, sprich Paranormal. Das ist der einzig matte Ton in der Palette. Und wir benutzen den jetzt einfach mal... nennen wir es mal Transition Color. Also als Base habe ich übrigens drauf von MAC den Paint Pot. Deswegen wundert euch nicht, wenn meine Base jetzt schon fleckig ausschaut. Ihr wisst, ich bin da noch nicht so der Pro drin, aber das kommt noch. Hoffentlich. Okay, ich rieche, dass wir in diesen Ton ein bisschen Arbeit stecken müssen. Irgendwie ist der Ton super trocken und ich finde ihn auch nicht so geil pigmentiert, wie ich es jetzt erwartet hatte. Manchmal kann man ja sagen, gut, die sind dann gut aufbaubar. Ich bin jetzt auf einen flachen Pinsel umgestiegen und versuche das da nochmal zu verblenden. Aber so ein Dipsel in die Pellen reicht nicht aus. Gut, bei der Farbe war ja der Swatch schon ein bisschen schwach. Dementsprechend hat mich das jetzt nicht so krass gewundert. Allerdings finde ich natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis. Acht Stunden später. Also, bei der Farbe gilt, dem gleichen flachen Pinsel keinen Blendepinsel, dann erspart ihr euch einiges. Ich arbeite bei solchen Farben, so Außenfarben, eigentlich lieber mit Blendepinseln, weil ich finde, das macht dann alles von Anfang an softer. Aber ihr habt ja gerade mein Struggle gesehen. Und wir haben auch Fallout. Hier sieht man es ziemlich gut. Es hält sich noch in Grenzen und ich habe auch wieder nicht gebaked. Und das hätte ich vielleicht tun sollen. Vielleicht hole ich das gleich noch nach. Ich verblende mal, mache das weg und dann machen wir mal noch. Und die Base habe ich auch schon gemacht, eben dass man das Fallout auch sieht, weil ich finde, das ist doch ein wichtiger Faktor ist, den wahrscheinlich auch viele Leute interessiert. Hätte ich gewusst, dass man mit der nur so schwer arbeiten kann, hätte ich die, glaube ich, weggelassen. Weil ich wollte die jetzt mehr so, ja, mit der kann man bestimmt voll gut arbeiten. Und mal gucken, was die einzig matte Farbe kann. Nicht so viel. Gut, Lid ist gesäubert und ich habe auch noch ein bisschen oben ein bisschen mehr gemacht, weil man kann ja mal gucken. Und jetzt fange ich an mit Purple Regin und Euphoria. Also den beiden Tönen hier. Zu arbeiten. Dabei gebe ich das krasse nach hinten oder gehe ich das nicht so krass nach hinten? Ich glaube, ich gebe Euphoria nach vorne. Das ist der nicht ganz so krasse Ton. Und ich versuche es mal mit so einem Pinsel hier. Mal gucken. Das schaut schon mal besser aus als bei dem matten Ton.
ich finde den Schimmer bei dem Ton halt so cool. Dieses, man sieht es, finde ich, auch ein bisschen auf dem Swatch, dass der halt so in mehreren Farben so shinyt. Probieren wir den noch mal nass aus. Einfach um zu gucken, ob der Potenzial hat oder nützt. So, jetzt seht ihr den Unterschied zwischen nass und trocken. Also ich finde, es gibt einen Unterschied. Er ist durchaus existent, aber er ist nicht weltbewegend. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Ich finde den Farbton sehr, sehr schön. Auch wenn ich finde, es gibt Farben für, also günstige Farben mit auch wenn ich finde, es gibt Farben für einen günstigen Preis, mit denen sich besser arbeiten lässt. Und auch hier haben wir, ist mir eben gar nicht so aufgefallen, aber gerade hier seht ihr, keine Ahnung, wer das sieht, es ist schon einiges an Fallout. Okay, meine Kamera ist ausgegangen und ich weiß nicht wann. Ich habe gerade Purple Regen aufgetragen. Und da anscheinend nicht gefilmt wurde, teile ich euch meine Gedanken jetzt bei einem anderen Auge mit. Und zwar finde ich, dass der Ton nicht so krass ist, wie ich ihn erwartet habe. Ich weiß, dass Lila so ein bisschen tricky ist, was Make-up angeht, beziehungsweise Lidschatten. Aber trotzdem kostet die Palette halt, was sie kostet. Und auch nass, finde ich, macht, und dann sprüht es sich voll ins Gesicht, nicht den Unterschied. Und ihr seht, es hat auch super viel Fallout. Zum Glück haben wir vorhin noch mal ein bisschen Puder. Jetzt habe ich schon Spray angesprüht. Zum Glück haben wir vorhin noch mal abgepudert. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich mit der Palette einen Look mache, der so richtig krass ist und extrem, so richtig heftig. Aber bis jetzt finde ich ihn so, der ist okay. Also es gefällt mir und ich finde auch die Farben echt schön. Aber es ist jetzt noch nichts, wo ich sage, okay, das ist echt was Besonderes. Geschweige denn, das rechtfertigt den Preis. Aber ich finde an sich ist das Lila echt eine schöne Farbe. Da kann man natürlich nichts sagen. Also falls euch viel Fallout bei bunten Farben stört, lasst es. Dann werdet ihr mit der Palette nicht glücklich. Dann einfach einen sauberen, der war dann vorher sauber, Blendepinsel genommen und hab das alles verblendet und dann nochmal aufgebaut. Ich habe quasi geschichtet. Von dem matten Ton sieht man nicht mehr so viel, mit dem ich vorhin so gekämpft habe. Gut, dass ich mir so eine Mühe gegeben habe. Aber die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, da wurde gut mitgedacht bei der Farbzusammenstellung. Die Farben. Bis jetzt muss ich sagen, ist Purple Regen mein Lieblingston aus der Palette. Wie gesagt, ich finde ihn nicht überkrass und ich habe auch eben mal mit einem Finger versucht, Lidschatten aufzutragen. Finde ich aber jetzt nicht überproper, ist auch nicht so meins. Und was es den Swatch angeht, das ist ein Finger-Swatch und das ist ein Pinsel-Swatch. Da muss ich sagen, das sieht echt aus, als ob die sich nicht viel geben würden. Und das ist der momentane Zwischenstand. Was sagt ihr? Ich hätte den gerne noch ein bisschen krasser. Ich glaube aber fast, wir müssen mal das Puder erneuern. Kurz. Leute, das Zeug hat bis in den Himalaya gekrümelt. Ich bin überall lila. Hier, hier, überall. Müssen wir dann gleich nochmal uns drum kümmern. Jetzt nehme ich erstmal Rose Risk. Risky. Das ist das Pink aus der Palette. Und das gebe ich mir jetzt meinen unteren Wimpern ganz in der Hoffnung, dass wir den Look doch noch ein bisschen krasser machen. Bisschen extremer und gucken mal, was das Pink so kann. Also die Base sollte man vielleicht nach den Augen machen, wenn man sich mit dieser Palette schminkt. Und ich muss auch sagen, auch den Ton habe ich mir krasser vorgestellt. Also ihr merkt, das zieht sich, diese Meinung zieht sich durch die ganze Review. Ich finde einfach, die Töne sind sehr, sehr trocken und sehr hart gepresst. Also sie sind nicht buttrig oder so. Also ich finde, bei dem Pinkton lässt sich nass noch einiges rausholen. Auch wenn ich natürlich finde, für den Preis sollten die auch trocken schon ihren Job erledigen.
Ich würde gerne irgendwie den goldenen Toner verwenden, weil ich finde, ich meine, weil er an allem schuld, an dem ganzen Gedöns, der muss jetzt auch benutzt werden. Wir geben uns den jetzt erstmal als Augeninnenwinkel-Highlight auf dem Pinsel aus. Bin gespannt. Der ist sehr bröselig, wie ich schon feststellen durfte. Und so gefühlt hat er gerade alles eingefärbt, was er berührt hat. Also hier mein Brusumton, der goldene, der ist schön. Der sieht jetzt schon richtig krass zerstört aus. In der Pfanne. Aber der ist richtig schön pigmentiert. Gefällt mir echt gut. Wie gesagt, der ist echt bröselig, mit dem muss man aufpassen. Ich würde vielleicht mit dieser Palette nicht unbedingt reisen. So, ich mache jetzt erstmal schnell mal das ganze Zeug weg und säuber alles noch ein bisschen aus. Und dann ziehen wir uns einen kurzen Zwischenstand wieder. Kurzer Zwischenstand, also die Sachen gehen mega schlecht weg. Ich habe gerade echt versucht, hier habe ich mich so ein bisschen arg verblendet. Und auch hier von dem Fallout. Also ich finde, es hat meine Base schon ein bisschen zerstört. Macht auf jeden Fall die Augen voll eurer Base bei diesen Tönen. Ja. Ansonsten habe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen ausgeblendet. Ich tusche mir jetzt die Wimpern und klebe mir noch falsche Wimpern auf. Und dann sehen wir uns mal für den Endstand und meine finalen Worte zu allem. Weil ich finde, wenn ihr nur so meinen halben Kopf seht, ist schon ein bisschen befremdlich. Meine Wimpern sind von House of Lashes die Iconics. Ihr wisst, dass ich die sehr liebe und ich finde, die machen alles besser. Und mit den Wimpern und ein bisschen weißem Kajal muss ich auch tatsächlich sagen, dass ich finde, dass der Look sehr schön geworden ist. Ich könnte mir den noch richtig gut mit so einem exzentrischen Lidstrich vorstellen. Und ja. Also ich finde, das Endergebnis ist echt schön geworden, auch wenn ich finde, dass man ganz schön viel Arbeit reinstecken musste. Würde ich sagen, dass diese Palette ihr Geld wert ist? Nein. Tatsächlich nein. Ich habe es echt gehofft, weil es ja auch mein Geld, was ich ausgegeben habe. Vielleicht muss ich mich einfach noch ein bisschen durchfuchsen. Wie gesagt, die Farben finde ich wunderschön. Ich hätte es mir einfach krasser gewünscht. Es gibt auch Leute, die das nicht mögen, wenn es so krass ist. Und ist auch vollkommen okay. Aber ich muss zum Beispiel sagen, die Jeffree Star Blood Sugar Palette hat wesentlich mehr Töne in diesem Farbschema, die ich besser finde einfach. Die sind knalliger, die lassen sich viel besser verblenden. Gerade mit dem matten Ton fand ich, das war ein Kampf, das war mit einem Blendepinsel quasi nicht machbar. Und ja, wie gesagt, über Verpackungen, liebe Pet, das nächste Mal überlege es dir, ob das nicht eine gute Idee wäre. Ja. Zusammenfassend ist sein Geld leider nicht wert. Wenn sie günstiger wären, dann vielleicht. An sich finde ich das Farbschema super schön. Der Goldton ist tatsächlich mein Favorit, zusammen mit Purple Regin, also dem krassen Ton, den ich hier hinten schlage. Und ja, dann hoffe ich natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat, dass euch der Look gefällt. Lasst mir doch mal eure Gedanken, Gefühle und Meinung in den Kommentaren da, was ihr dazu sagt. Würdet ihr euch für so viel Geld eine Palette kaufen, die nur 6 Farben hat? Seid ihr so gestört wie ich? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!